dem heutigen Video geht es um 16 Dinge, die ich 2016 machen möchte. Und ich bin nicht ganz alleine mit dem Video, sondern die liebe Pia vom Kanal XA Pia XA hat auch ein Video dazu gemacht. Und ich werde euch das Video in der Infobox verlinken. Und ich rate euch wirklich, bei ihr vorbeizuschauen, weil sie ein sehr liebes Mädel ist und sehr gut singen kann. Ich wünschte, ich könnte auch singen. Aber nein, ich klinge wie ein sterbendes Walross. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich möchte 2016 regelmäßig meine Sketchbücher auffüllen. Ich habe jetzt schon so 2, 3 oder 4. Ich habe den Überblick verloren. Und ich zeichne wirklich sehr gerne. Und auch für meine Unimappe möchte ich jetzt auch mehr zeichnen. Und ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne zeichnet und sonst nicht die Zeit habt, dann kauft euch ein Sketchbook und nehmt es einfach überall hin mit. Ihr könnt zeichnen, wann ihr wollt und es ist gut. On the go oder in der Schule. Ich mache das in der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein Beispiel dran nehmen solltet, zu zeichnen. Ich möchte unbedingt nach Disneyland. Ich liebe Disney. Disney ist wirklich eine meiner größten Leidenschaften. Ich liebe die alten Disney-Filme und ich weiß, manche denken vielleicht, ich bin wie ein kleines Kind, aber nein, ich liebe Disney einfach. Und ich war schon mal in Paris, in Disneyland, aber das war, als ich irgendwie 9 Jahre alt war und ich kann mich kaum mehr dran erinnern, also ich würde wirklich gern nach Disneyland fliegen. Ich benutze mein Handy viel zu oft. Natürlich, ich habe Musik auf meinem Handy, mein Handy ist mein Wecker, ich mache Fotos mit meinem Handy, ich musste mit meiner Mutter kommunizieren und mit meinen Freunden, aber ich möchte trotzdem den Handykonsum etwas reduzieren oder allgemein weniger auf dem Bildschirm starren, vielleicht etwas weniger YouTube-Videos schauen. Schneiden muss ich meine Videos ja immer noch, aber es ist einfach nicht so gut, die ganze Zeit auf einen Bildschirm zu schauen und ich möchte das auf jeden Fall etwas zurückschrauben, weil ich einfach schon merke, dass mich das manchmal ziemlich einnimmt und nicht belastet, aber irgendwie ich kann nicht so gut schlafen, wenn ich länger auf dem Bildschirm schaue und deswegen möchte ich das auf jeden Fall reduzieren. Der Führerschein steht auch auf meiner Bucketlist. Ich bin jetzt 17, also ich werde den normalen Führerschein machen, wenn ich die Matura habe, also wahrscheinlich im Sommer. Und ich habe im November Geburtstag, also kriege ich dann den Führerschein offiziell sowieso erst im November. Aber es ist einfach wichtig, einen Führerschein zu haben und ich möchte auch endlich mal mobil sein. So viele meiner Freunde haben schon den Führerschein und ich bin immer so, ja, ich fahre dann mal mit dem Bus. Positiver werden, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich bin ein Mensch, ich dachte immer, ich bin ein Realist, aber ich muss schon sagen, ich bin manchmal nicht pessimistisch, aber leicht deprimiert oder depressiv. Ich weiß, es ist, man sollte nicht leichtfertig mit den Wörtern umgehen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich depressive Phasen habe und ich möchte auf jeden Fall positiver werden und selbst wenn, was weiß ich, wenn ich vielleicht mal den Bus verpasse, dann versuche ich dann das Positive zu sehen und denke mir halt, ja gut, bisschen Bewegung, bisschen frische Luft, das brauchst du sowieso. Es fällt mir halt schon etwas schwieriger, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig für mich. Ich möchte die Matura schaffen. Ich habe echt Bammel vor der Matura, also oh Gott, wenn ich dran denke, werde ich schon nervös. Ich stelle es mir vor wie das absolute Grauen, aber ich glaube, wenn sie fertig ist und wenn ich es geschafft habe, werde ich so erleichtert sein, dass ich anfangen werde zu weinen. Einfach weil ich dann nie wieder in die Schule gehen muss und dieses Kapitel meines Lebens abgeschlossen ist. Ich möchte wieder fit werden und mich wieder in meinem eigenen Körper wohlfühlen. Aufgrund des ganzen Schulstresses und YouTube und ich habe auch einen Freund und das alles zusammen und Unimappe und Zeichnen und VWA und bla bla bla, habe ich natürlich keine Zeit, um regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Also von manchen Leuten ist vielleicht das Hobby Sport und von mir ist es halt YouTube. Und ich möchte auf jeden Fall, wenn ich wieder mehr Zeit habe, regelmäßig trainieren gehen. Man fühlt sich einfach besser, man sieht besser aus. Und es hat mir eigentlich auch, ich weiß nicht, es hat mir Spaß gemacht, den Progress zu sehen. Und alle, die sich jetzt fragen, wegen meinem, wie ich 17 Kilo abgenommen habe Video, wieso sich nichts mehr auf meinem Instagram-Account tut. Erstens, ich möchte gar nicht mehr drauf schauen, weil ich nicht mehr regelmäßig Sport mache. Und ich möchte erst wieder posten, wenn ich wieder aktiver bin. Und zweitens, ich lasse mir Zeit. Und es gibt Leute, die schreiben mir gemeine Sachen drunter. Aber es ist mir wurscht. Ich lasse mir einfach Zeit, das heißt doch nicht, weil ich so einen Account habe, dass ich jetzt den Druck meines Lebens habe, irgendwie Muskeln aufzubauen und Fett abzunehmen. Das ist ja absoluter Quatsch. Ich möchte studieren. Also meine Wunschvorstellung wäre Grafikdesign.
Und wenn das nicht klappt, dann werde ich mich mal anderweitig umschauen. Aber ich möchte auf jeden Fall studieren und ich bin schon echt gespannt, wie dieses Uni-Life ist. Ob ich da wirklich so viel Freizeit habe, weiß ich noch nicht, aber mal schauen. Ich möchte auf jeden Fall mehr auf meinen Channel achten. Ich möchte nicht mehr so schleifen lassen wie letztes Jahr und nicht so viel prokrastinieren. Jetzt zum Beispiel habe ich mich auch hingesetzt und filme ein Video, wo ich normalerweise mich nach der Schule hingelegt und geschlafen hätte. Also ich denke mir auch, dass ziemlich viele Leute inaktiv bei mir sind, weil ich nicht so oft hochgeladen habe. Und das finde ich sehr schade, weil mir bedeutet das alles sehr viel. Deswegen möchte ich auf jeden Fall aktiver sein, regelmäßiger Videos machen. Aber das Ganze habe ich euch eh schon in meinem letzten Video oder vorletzten Video erklärt. Den eigenen Stil zu finden kann ziemlich schwierig sein, aber ich möchte versuchen, wirklich meinen eigenen Stil für mich selber zu finden. Es ist ziemlich schwierig. Viele Mädels sehen gleich aus, aber ich ziehe halt einfach das an, was mir gefällt. Ich hätte halt schon gerne was, was mich halt besonders macht und ausmacht. Früher hatte ich mal so das Gefühl, ich habe mich etwas Besonderer angezogen, aber jetzt, ich weiß nicht, ich bin noch etwas unsicher. Ich möchte reisen und die Welt sehen. Ich möchte das Wasser auf meinen Füßen spüren. Ich möchte einfach die schönsten Momente mit euch teilen. Ich möchte mich kulturell weiterbilden. Ich möchte einfach. Es ist Reisen ist eines der tollsten Dinge für mich. Ich kann es nicht genau erklären. Manchen Leuten gefällt es nicht so gut, aber für mich ist es einfach was Neues zu sehen. Das ist immer wieder unglaublich. Ich möchte Momente besser festhalten. Ich möchte mehr filmen. Ich möchte mehr vloggen. Also auch privatere Momente. Ich möchte auf jeden Fall mehr bloggen, mehr fotografieren und das auf meinem Blog teilen. Das ist alles in der Infobox, falls es euch interessiert. Eins meiner Ziele ist es auf jeden Fall, Chinesisch weiterzulernen. Ich habe mal angefangen mit einer Freundin. Und ganz früher war ich in einer chinesischen Schule in Wien, wo ich noch kleiner war. Aber da haben mich die Schüler gemobbt und es war, um ehrlich zu sein, nicht so schön. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe meinen Eltern halt gesagt, ich möchte nicht mehr hingehen. Aber in Wirklichkeit waren die Leute halt sehr gemein zu mir, haben mir mein Essen weggenommen und so, also mich ausgeschlossen. Und dann wollte ich einfach nicht mehr hingehen, was ich eigentlich jetzt komplett dumm finde, weil ich die Sprache jetzt einfach nicht beherrsche. Und eine Hälfte meiner Familie ist eben chinesisch und meine Tante und meine Cousine kommen dieses Jahr am Ende Dezember und ich muss auf jeden Fall mit denen kommunizieren können. Keiner von ihnen kann Englisch, deswegen muss ich Chinesisch lernen, beziehungsweise ich möchte es auch, aber ich möchte mich mal wirklich mit den Leuten unterhalten können. Regelmäßig schlafen, genug Schlaf bekommen, einfach einen gescheiten Schlafzyklus zu haben. In den Ferien habe ich so Zeiten, da bleibe ich so bis 4 Uhr auf und schaue Serien, was vielleicht nicht so optimal ist, weil dann schläft man lang und da fühle ich mich selbst doch total mies. Ich möchte einfach halbwegs früh aufstehen und das Beste aus meinem Tag machen und das Beste rausholen. Nach der Matura werde ich auf jeden Fall wieder tanzen gehen. Ob Hip-Hop oder Dancehall oder vielleicht probiere ich mal Contemporary aus. Das fehlt mir schon ziemlich. Ich war echt gerne tanzen, habe mal 6 Tanzkurse auf einmal belegt, komplett verrückt. Natürlich war ich dann nicht mehr so gut in allem. Und es macht mir einfach total Spaß. Es macht Spaß und ist gleichzeitig ein gutes Training. Also wenn ihr ein Training sucht, was nicht wirklich ein Training ist, probiert es mal mit Tanzen. Einer der wichtigsten Punkte ist für mich, nicht immer alles aufzuschieben. Und Dinge zu klären, wenn sie auch wirklich zu klären sind. Und das ist halt. Und das habe ich mir eben vorgenommen, weil ich vor einigen Tagen, oh Gott, das war immer so schwer drüber zu reden, erfahren habe, dass das ist das erste Mal für mich, dass jemand aus meiner Familie gestorben ist. Und ich habe halt einfach das Gefühl, ich habe was aufgeschoben und ich habe zu der Person eben nicht mehr so viel Kontakt gehabt und ich bereue das ziemlich und, oh mein Gott, ich bereue das einfach, dass ich mich nicht wirklich verabschieden konnte und dass der Kontakt einfach abgebrochen ist und dass sie jetzt einfach weg ist. Ich hätte mir halt gewünscht, einfach Tschüss zu sagen. Ich muss noch lernen. Ja, aber jetzt ist es eben zu spät.
Steady like the stars, constant like the rain, fall.